Ja, halli, hallöchen, wir sind wieder bei Sims 3 Let's Play Evil Life. Und ja, ich habe mir gedacht, wir probieren heute den vergifteten Apfel aus und Buttildas Sarg oder Schrank oder was auch immer das genau ist. Und wir suchen natürlich weiter so ein Haus da. Wir wollen ja aus dieser kleinen Bude raus. Und ich hoffe, wir kriegen das mal so langsam hin. Jo. Unsere Sims haben zuletzt ein paar Bekanntschaften gemacht. Ich weiß, es ist ein bisschen her, aber manchmal muss das sein. Und da ist auch schon wieder einer wach. Oh Gott. Das passt jetzt so gar nicht zu eben der Spruch. Was hat der denn hier? Sich selbst wundern. Na klar, mach das. Die anderen zwei, die schnorcheln noch. Was will er denn schon wieder? Musikkarriere. Naja, wollen wir ihn arbeiten schicken? Nee, ne? Ab hier muss ich arbeiten. Der Taufen? Nein. Herbst ist mir doch egal. Nein, nein. Ach, das noch, das Klo ist verstopft. Es fängt ja schon wieder gut an. Ja, ich weiß, letzte Folge war es grauenhaft und es sieht immer noch damit grauenhaft aus. Typisches Herbstwetter und ich nehme im Sommer auf. Ja, naja, so toll ist unser Sommer ja diesmal auch nicht. Passt. Stylist-Karriere. Der Vampir kommt mir langsam komisch vor. Aber gut, wir wissen alle, ist ein bisschen nicht so ganz klassisch. Das geht zu langsam. Jawohl. Abbott. Plumper like Mario. Heißt das Plumper oder heißt das auf Englisch? Ich glaube schon. Naja. Ja. Meine Englischkenntnisse sind jetzt nicht so die guten. Ah, unser Roter ist wach. Und eigentlich. Oh. Nein, nein, jetzt nicht. Und jetzt gucken wir mal nach Brunhilda. Ha, aufgepasst. Okay, das mit der Anlage war mal wieder zu spät. Aber wir haben es auf 15 Uhr parscht. Entlassen. Achso, erwecken, entlassen. Naja, gut, dann fangen wir einfach mal an. Jetzt mal nicht so langsam da. Er hängt fest und der heult schon wieder. Stressig, stressig. Wer macht denn den Blödsinn an? Es ist. Der macht hier immer wieder nur, was er will. In Kneipenschlägerei geraten. Es ist noch mitten am Tag, auch wenn es dunkel ist. Diana Jones war mal dran. Jawohl. Die können wir eigentlich auch mal einladen. Damit wir nicht in der Sonne müssen. Kontakt zu Vampir. Da hatten wir doch eigentlich schon was. Die Fee finden wir jetzt sowieso nicht. Okay, das mit Diana klappt nicht. Tut mir leid, ich muss gleich weg. Versuch es doch in 3 Stunden nochmal. Er kriegt die Bohnenhilde da nicht raus. Ich fasse es nicht. Pass auf, dann machst du das. Na, das sah jetzt aber noch was aus. Ja, und jetzt? Und jetzt? Wo ist sie denn? Hä? Wir haben die doch eigentlich schon mal gebissen, ne? Was, Wogan? Wieso Wogan? Das ist ein Bett. Du hast was gefressen. Auf Klo, und dann wird wieder recherchiert. Tja,
Brunhilde traut sich nicht. Zu viel böse Leute um sie rum. Vielleicht liegt es auch an dem hier. Ich glaube, ich muss mal ganz schnell cheaten. Oder nein. Ich habe ja Endras. Die Lösung aller Lösungen. Oh, was habe ich hier für böse Sachen? Master Controller, was? Glaube ich. Komm, wie war das mit Resetten? Sims zurücksetzen. Ja. Daddy ist gut. Jetzt ist er tatsächlich da an diesen verdammten Tisch gegangen. Du kommst erstmal wieder hoch. Kannst was essen. Edward hat den ersten Schritt in die geheimnisvolle magische Welt der Alchemie getan. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Du konntest die Lieferung nicht an ihren Bestimmungsort bringen, weil das schwere, unbeschriftete Paket von einem Lastwagen gefallen ist. Zumindest hast du das dem Netzwerk erzählt. Hoffentlich glauben sie dir. Wem wird das denn gerade erzählt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was haben wir noch? Ach so, da steht's ja. Scheint, als haben wir irgendeine Gelegenheit verpasst. Moment. Ich muss erstmal wieder mit Knöpfen klarkommen. Das. Oh je. Verdammt, man merkt, dass es eine Weile her ist. Kompliment anhören. Nein. Wir entlassen die jetzt. Und tun sie nochmal aufrufen. Vielleicht klappt das dann ja. So, zum vergifteten Apfel. Ich weiß, wir haben es letztes Mal schon geschafft, den zu verschenken. Aber wir haben ja keinen Effekt gesehen. Deswegen müssen wir danach helfen. Und was geht schneller, als es an einem selbst zu probieren? Ja, das wird böse. Nein, kein Plasmasaft. In 3 Stunden kommt Diana Jones. Ja, die kommt echt nicht raus. Also geht das nur, wenn Vollmond ist? Nein. In den Müll. Aufräumen. Entlassen. Oh, die nervt. Die braucht was zu tun. Herbstfest gehen. Nee, nicht bei dem Wetter. Das tun wir uns nicht an. So, entlassen. Okay. Es tut sich nichts. Kommt die vielleicht auch nur des Nachts? Ziel eines Zaubers. Was hat der denn schon wieder vor? Ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So kalt, es ist so kalt, es ist so bitterkalt, es fühlt sich so an, als würde Edward nie wieder wohlige Wärme umgeben. Böse, böse, böse. Ja, Brunhilde, das ist so eine Sache. Wo hat der Eiszapfen an den Ohren? Ja, schön. Jetzt ist er noch blasser als sonst. Überaus entspannt. Ach, ist das nicht schön. So unterschiedliche Geschwister. Da wird's nie langweilig. Okay. Kein Plasmasaft. Ja. Du hast jetzt genug geschimpft, du
gehst mal hier recherchieren. So. Ja, also Brunhilde, das ist mir ein Rätsel. Hat die da keinen Platz rauszukommen? Das ist aber schade. Wir müssen das wohl nochmal ein anderes Mal probieren. Im Laufe dieser Stunde bestimmt. Es ist ja... Oh, in 5 Tagen ist wieder Vollmond. Es dauert wohl noch ein bisschen. Naja, wir trinken noch ein paar Sims. Dann kriegen wir die Zeit schon rum. 16 fehlen uns nur noch. Feuerexplosion. Was hat der? Auf kritischen Stand. Der ist echt schlecht im Zaubern. Dabei hat er doch jetzt schon den anderen Zauberstab. Ja. Ja, vergiftete Apfel. Essen. Tut mir leid, aber irgendjemand muss es machen. Ihm wird sofort speiübel. Düsterer Schlummer. Hä? Welchen Teil von vergiftete Apfel hast du nicht verstanden? Skondos wird jetzt ein kleines Nickerchen machen. Okay, und das war's. Und der Apfel hat den gleich zugestopft. Man würde von mir so schläfrig. Oh. Bye bye. Man Sims töten kann, wenn man sie im Pool einen Apfel essen lässt, falls es geht. Außen überprüfen. Nee. Wir müssen. Wir versuchen das nochmal mit der Jones. Das war doch, glaube ich, auch, weil die in einem Haus mitwohnen, ne? Wir haben mal eine große Wohnung gefunden. Und die hat uns interessiert. Als erstes davor schön aussah und auch drin. Schon wieder einen vergifteten Apfel, ey. Bald kann die ganze Welt beschenken mit vergifteten Äpfeln. Aber man kann doch auch die verwandeln, oder? Verwandlungsritual. Warte, er hat nicht viel Zauberkraft. Geht das dann überhaupt? Mal sehen, was draus. Ja, gut. Zauberkraft verbraucht. Haha. Und er ist schon wieder müde. Ich fasse es nicht. Und wer hat eigentlich diesen Kram angemacht? Das ist ja voll schlimm. Recherchieren, Süße. Welche Level hat er denn jetzt? Das kann doch. Das kann doch. Edward, da kommt deine Braut. Blumen bekommen. Ui, wie nett. Die Arzthelfe? So, wo habe ich schon wieder meinen Mauszeiger? Weiße Rosen, okay. Es sieht ganz so aus, als würden Edward und Diana miteinander anbellen. Hoffentlich haben sie eine schöne Verabredung. Blumen kommen. Wofür stehen eigentlich weiße Blumen? Nun, ich wenig Ahnung. Ich kenne nur rote, also rote Rosen, weiß ich. Die habe ich selber schon mal versteckt. Ist zwar ein bisschen altmodisch, aber Frauen mögen sowas. Spezial, freundlich. Kann man hier Blumen verschenken? Geschenk geben.
Nee, das war nicht meine Absicht. Ja, gut, dann lassen wir's. Ah, wir haben auch Ach, mal gleich mal hier. Zack. Autsch. Was ist das für ein Symbol? Schlechte Verabredung. Bär, was für eine miese Verabredung. Doch es macht keinen Sinn, jemandem dafür die Schuld zu geben. Es wird Zeit, dass Edward sich aufrafft und in die Zukunft legt, auch wenn diese Verabredung einen leichten, bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Unser Frauenheld scheitert. Man kann sich kaum vorstellen, wie die Verabredung noch schlechter hätte laufen können. Und so schnell! Edward, was hast du wieder getan? Und sie muss wirklich los. Das ging ja schnell. Du hast Probleme und ich habe keine Lust, deinen Frust abzubekommen. Ja. Er hat doch seinen Fruchtsaft gekriegt. Wieso schlecht drauf? Das gibt's doch nicht. Odin Perry, mach mal die nächste fertig. Da. Die. Im Ernst? Macht nichts. Plaudern wir mal mit der ein bisschen. Dann kommt ihr schon. Odin. Odine Perry. Ja, der ist ja leider schon wieder müde. Und sie ist ordentlich am Lernen. In einer Stunde. Arbeit spät. Einschalten, da pennt jemand. Lass das doch mal. Kann man das Ding auch resetten? Nö. Zu neu. Ja, mal wieder hübscher Alltag hier. Das macht Spaß. Nein, du schaltest das Ding nicht ein. Aber es ist Nacht und wir können raus. Also laden wir die doch gleich woanders hin ein. Nee, klappt nicht. Ach, verdammt. Oder wir versuchen mal zu klingeln bei dieser großen Bude, um mal zum Ziel näher zu kommen. Das waren es nicht. Trill, Jones, das waren auch nur zwei. Talon Striker. Wollten wir deswegen mit denen letztes Mal, ich glaube schon. Ach, da ist Kuschel. Na nun, nicht mehr zu Hause. Oh, also, wo treibt ihr sich wieder rum? Pass auf dich auf, Mädchen. Hemlock? Gut und gut. Nee. Wir wagen uns mal. Ach, da steht ja ein Schlafzimmer. Vier Schlafzimmer. Gut und gut. Sind das so viele? Ja, ich nehme jetzt stark an, dass die das sind, wo wir hin wollten. Schauen wir rein. Sie recherchiert, er pennt. Ich beschleunige mal. Und Edward geht wahrscheinlich mal wieder zu Fuß. Wir haben ja irgendwie einen Vampir, der keinen Gebrauch von seinen Kräften macht. Wir sehen es gleich. Run! Okay, erstmal Taxi. Oh je, shit, der muss auch noch los. Ja, mal wieder irgendein Umweg. Und er geht und geht und geht. Skondas macht sich hoffentlich gleich auf zur Arbeit. Ein bisschen Geld kann er nicht schaden.